Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dustin Elysian Tale. Wir sind im Mondblüterdorf angekommen, haben unsere Befehle sozusagen von dem Alten hier gekriegt und können jetzt noch mit Ginger reden. Ginger? Jin? Oh, Dust. It's you. Yeah, just me. Are you alright? I'll be fine. Just a lot to think about. Listen, about Jin. Yes? What was he like? He was very kind. Almost to a fault, really. I like him already. Yes, he had that effect on people. I like to believe it's what made you do all those wonderful things for Aurora and Mudpot. Aro was always testing me. Every time I made a choice, he would tell me if it was the right one. I was choosing whether to follow Jin or Cassius. I believe they were both trying to influence my actions. And you listened to Jin? Yeah, he's kinda hard to ignore. He is, isn't he? Or at least he was. No, Ginger, I think you were right the first time. I think Jin continues to live through my actions. He's guiding me, keeping me on the right path. But what of your other half? Cassius murdered my family, Dust. He destroyed my village, killed my friends. How can you control such a terrible being? I feel his presence every time I swing the blade of Aura. I believe the Elder was right. Without him, I'd have been cut down long ago. But Jin keeps him from taking control. As long as Cassius lives within you, though, there's always that danger. You could always be pulled to a path of evil. I won't lie. I felt him pulling me to take the quick and easy path, to leave the weak to fend for themselves, to show no mercy to those in my way. Perhaps someday you can be rid of his foul presence. Maybe. Someday. For now, I need him to defeat Gaius. There's no other way. I know. Still, I'm glad we were able to talk, Dust. Me too, Ginger. I'll be back before you know it. Be careful. Ja, da wollte ich jetzt nicht dazwischen reden. Wir haben, was ich sagen wollte, wir haben ja ein einziges Mal gemerkt, dass Cassius in uns zum Vorschein kam. Das war kurz nachdem wir Ginger das erste Mal trafen. Aber die meiste Zeit scheint wohl Jin derjenige zu sein, der hier die Kontrolle hat. Okay, ein Mondblüter. Ah, you've arrived just in time, Mithrarin. My name is Sanjin. I'm what you'd call a chief engineer, I suppose the term is. Ein Ingenieur, hm? The Elder mentioned you needed some help? Yes, indeed. In the caverns below, we've set up machinery to provide the camp with power and water. Unfortunately, seismic activity has shut down both systems, so we need to get them running once more. I have been rather preoccupied handling the battle preparations, so if you could, I would appreciate it if you went down there to examine the generators. Als ob das eine Ahnung von Technik hat. Sure, Sanjin. I'll take a look. Thank you. You'll need to restart the generator and water pump when you're down there. We'll require both systems to be running if we're going to stand a chance against General Gaius. Okay. Gucken wir dazu mal kurz auf die Karte. Ja. Das können wir gleich machen. Oh, Gegner. Und hier kommen wir. Ach doch, hier kommen wir hoch. Hm? Nicht wirklich. Jetzt gucken wir erstmal noch hier lang, weil hier müsste der Speer sein. Mal sehen, was der noch für einen Auftrag für uns hat. Wenn wir ihn denn finden. Erstmal hier unten kurz nachgucken. Hier ist eine Truhe. Die können wir ja ganz leicht aufmachen. Königskrabbenbeine. Was sind... Okay, ich hätte nicht fragen sollen. Jetzt können wir auch noch Königskrabbenbeine essen. Auch gut. Aber wir haben eine neue Anleitung gekriegt für Magma-Mantel.
Cool. Die mit Materialien dafür können wir einfach kurz kaufen. Und uns den gleich herstellen. So. Ausrüsten und fertig. Was für die Waffe was Neues haben wir leider nicht. Nope. Und hier müsste irgendwo ein Speer sein, oder? Ja. Der sieht schon mal ziemlich fertig gemacht aus. Hinter uns ist was. Wie es scheint. Ja, was Unsichtbares. Hallo, Assassine. Noch eine Assassine. Mehrere Assassinen. Naja, euch zu übersehen ist nicht schwierig, so wie ihr blitzt. Au. Okay, der eine hat gerade was Interessantes fallen lassen. Gucken wir mal kurz, was das war. War das ein Anhänger? Nein. Ein Ring war es auch nicht. Meisterring der Konzentration. Moment mal. Achso, den haben wir ja hier drüben an. Ups. War das Material? Ja, das war Material. Eine Hundemarke. Okay. Das sind definitiv unsichtbare Assassinen. Anhänger der Sümpfe. Nö, dafür brauchen wir keinen wärmenden besseren. So, müssen wir jetzt darüber Bescheid geben, dass die Assassinen haben, überbringe dem Ältesten diese Neuigkeit. Okay, dann müssen wir erstmal die Kriegsvorbereitungen abschließen. Dazu geht es erstmal nach hier unten, würde ich sagen. Ziemlich krass nach hier unten. So. Hier kurz einen Quicksave machen. Und dann erstmal hier rüber gucken. Hier ist ein Schlüssel und ein Teleporter zurück. Autsch, autsch. Das sieht schmerzhaft aus. Ja gut. Ja, ich hätte erstmal in die Richtung weitergehen sollen. Egal. Versuchen wir es erstmal in die Richtung. Wow. Das ist ja eine fiese Stelle. Wow, das ist echt eine fiese Stelle. Und es gibt hier sogar noch irgendwo ein Secret. Ach, da ist der Schlüssel. Gut, damit wäre das Secret schon mal abgehakt und wir gehen hier rüber. Hier sind wieder solche kleinen Magma-Männchen. Und ja, ich nenne die einfach so, weil die so aussehen. So. Können tun sie schon mal nichts. Ja. Ich wollte gerade sagen, wie komme ich denn da bitte durch? Wow, also die Lava berühren will ich definitiv nicht. Das war knapp. Ihr wollt mich doch veralbern, oder? Wow. Sehr nett. Okay, was haben wir hier? Well, there's the generator. Let's see if we can find a way to get it working. I sense no energy emanating from the device dust. Perhaps there is a way to return its spark? Okay, gucken wir mal. Ah, ja, ich hab eine Idee. Ja, so. Well done, Fidget. The camp should now be receiving power. Honestly, Fidget, where would I be without you? Probably still be wandering around in the mountains outside of
Wahrscheinlich. What I meant to say was, don't worry about it. Ja, Fidget, das merke ich mir. Okay, wir haben jetzt schon mal den Generator nach Fidget Art wieder angeschmissen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir den Rest wieder zum Laufen kriegen. Wow, das war knapp. Das war alles Absicht. So, nehmen wir den schnellen Weg. Jetzt kommen wir nicht wegen dem hier weiter, weil der hier erst verbrennen muss. So, und weiter geht's. Was erwartet uns hier drüben? Nochmal eine kleine Kompanie. Den Ring des Lehrlings brauchen wir nicht. Wir haben Meisterringe. Oh. Wow, na das ist ja mies. Kannst du mal aufhören? Anhänger des Feiglings, den brauchen wir auch nicht. Der erhöht, glaube ich, die Defensive ziemlich stark, aber sonst nichts. Wow. Hätten die nicht ihre Generatoren und so weiter nicht an Orten bauen können, die etwas begehbarer sind? So. Hoch, hoch. Über den bröckelnden Weg. Und da lang weiter. Well, this is the water pump. Huh. No wonder it stopped. These vines are growing all over. I don't want to risk damaging the pump trying to cut those vines. Ja, können wir wegrennen. So. Jetzt müssen sie weg sein. Gut. Seem to fix it. Stop. You're making me blush. Okay, that's the generator in the water. Und wieder zurück. Das war mal eine interessante Nebenquest. Obwohl, das war ja nicht mal Nebenquest, das war Hauptquest. Aber war trotzdem ziemlich interessant. So, dich lassen wir einfach mal links liegen. Und hier müsste es jetzt gleich wieder nach oben gehen. Komm. Fahrstuhl. Ja, danke. Und hoch. Jetzt will ich aber auch noch mal kurz hier gucken, wo hier das noch ein Secret ist. Soldatenrüstung. Sag mir bloß, die ist besser. Nein, sie ist besser. Und kostet einen Haufen Zeug. Aber sie ist nicht viel besser, also kann ich mir das jetzt erstmal sparen. Da unten sieht es so aus, als ob da unten was ist. Aber wie komme ich da runter? Wahrscheinlich gar nicht von hier aus. Okay, gucken wir erstmal weiter. Also geben die Queste ab und dann gucken wir zurück. So, Kumpel. Excellent work, Miss Rarin. Now that the power and water systems are working again, we can hold our ground against Gaius's soldiers. You have saved many lives this day. Ja. Das war aber wahrscheinlich noch nicht alles. Elder, I'm afraid I have bad news. We found Kier, but he was ambushed by Gaius's soldiers. He didn't stand a chance. Then it has already begun. Dust, we are nearly out of time. Please help Sonjin get our camp support systems working once again. Without them, we will stand little chance of mounting an effective defense. It sounds like Sonjin was able to get the pumps and generators working again. Ja, wir haben geholfen. No doubt thanks to your help.
With power and water flowing through our camp once again, we will be better equipped to handle our enemies in battle and properly tend to our wounded. Thank you, Dust. I believe we are as prepared as we possibly could be. With the enemy at our gates, we have no choice but to begin our assault. Our warriors are gathering at the edge of the camp, waiting for you to lead them. Take this yellow resonance gem, Dust. Use it to open the gate. Thank you, Elder, for everything. Whatever happens, Senmithrarin, know that I am honored to have stood before you. The Moonbloods will follow you unto death. Now go, and Dust, good luck. Okay, dann geht es wohl jetzt auf in die Schlacht. Aber das sehen wir uns erst nächste Folge an. Bis gleich.